Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Es geht hier um Johannes Kapitel 8 und das Thema, dass die Christen immer sehr breit treten, die Aussprache Jesu, ehe Abraham wurde, bin ich, um dies als Beweis zu nehmen für die Präexistenz Jesu, also dass er vor Abraham existierte und damit ein Beweis, dass er Gott sei. So. Wir möchten uns mal diese ganze Passage ansehen und schon gleich der nächste Vers macht klar, dass Jesus nicht Gott ist. Er sagt, Jesus, ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und richtet. Mit diesem Vers widerlegt das Evangelium selbst, dass Jesus nicht der Richter ist, denn an anderer Stelle heißt es, dass er der Richter ist, das ist er natürlich nicht. Und er sagt, ich, Jesus, suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und richtet, und das ist Gott. Und da Jesus die Ehre nicht sucht und nicht richtet, ist er nicht Gott. So einfach ist das. Mit einem Vers das komplette Christentum wieder aus dem Evangelium widerlegt. Dann geht's weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Das heißt also, hier geht es um das Paradies und das ewige Leben, das man erlangt, wenn man, was? Sein Wort wird halten. Und das sagen wir Muslime ja. Nicht das Wort von Paulus, sondern das Wort von Isa a.s., der gesagt hat, was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Im Zusammenhang mit der Frage, wie kann ich ewiges Leben erlangen, guter Meister? Das ist sein Wort. Oder in der Bergpredigt, handelt nicht in meinem Namen, wer diese meine Rede tut, wer diese meine Rede hält, also handelt nicht im Namen Jesu, denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr leider auch nicht zum Heil kommen. Das sagt er also eindeutig, es geht darum, das Wort zu halten. Heute sagen uns die Christen, das Evangelium ist zweitrangig, nicht interessant, es geht einfach nur um die Person oder um überhaupt die Figur Jesus, an die man glauben soll, à la Paulus, Glaube, Glaube, ja Glaube an was? Glaube an eine Illusion? Nein. Hier sagt er eindeutig, das Wort halten. Dazu muss ich es lesen, verstehen und einhalten. Das, was da steht. Da sagen Christen, ja, das Wort ist zweitrangig. Ja, muss man nicht alles so nehmen, wie da wörtlich steht oder so. Das, weil sie merken, dass das Buch etwas anderes aussagt, als was ihr Glaube ist. Sonst würden sie das Buch ja nicht ablehnen. Oder sie versuchen es sich erst umzuinterpretieren. Also wer sein Wort hält, oder steht da, wer an mein Opfer glaubt. An ein Wort halten kann ich nicht, wenn ich an Opfer glaube. Das ist nicht Wort halten. Ja, ein Opfer glauben, das ist Paulus. Ja, Paulus sagt, glaubt an das Opfer und du bist erlöst. Jesus sagt nicht, glaubt an das Opfer. Er sagt, haltet mein Wort. Und da können wir in der Bergpredigt lesen, ja, handelt nicht in meinem Namen, nennt mich nicht gut, ich suche nicht die Ehre, Gott sucht die Ehre. Die Ehre, die für Gott allein ist, die sucht ihr nicht. Wenn ihr mir glauben würdet, dann würdet ihr auch Moses glauben. Ihr nehmt mich nicht an, sondern an einem anderen, der in seinem eigenen Namen kommt, nämlich Paulus. Er hat, das sind seine Worte, ja, ich kann nichts von mir aus tun, ja, ich sage euch nur das, was ich höre. All dieses sind seine Worte. Niemand darf das Gesetz auflösen. Wer auch nur eines der kleinsten Gesetze auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Und beschneiden sich Christen? Nein. Also haben sie das kleinste Gebot aufgelöst, was in der Tora zu lesen ist, was Jesus nicht auflöst. Also, eine ganze Litanei, die sie alle nicht einhalten, müssen sie aber einhalten, um das ewige Leben zu erlangen. Er sagt nicht, wenn ihr an das Holzkreuz glaubt, sondern wer das Wort hält. Das Wort halten, dafür muss ich es lesen und einhalten. Ja, wie ein Gesetzesbuch, Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, Vers 1, Vers 2, Vers 3, ich muss es halten und gleichzeitig klug handeln, um die Entstellungen, die von Menschen gemacht wurden, zu erkennen und mit der Fitra, der natürlichen Eingebung in uns, abzustimmen. Und dann wissen wir schon von daher, wo die Wahrheit liegt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Barmherzigkeit hat uns sogar noch den Propheten Muhammad alayhi salatu salam gesandt, damit wir gerettet werden. Noch deutlicher, noch klarer die Wahrheit gemacht. Dann geht's weiter. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du den Teufel hast. Ja?
Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst, so jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken ewiglich. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass Jesus nicht von dem ersten Tod spricht, sondern von dem zweiten Tod im Jenseits. Ja, das heißt also, er sagt das ewige Leben, nicht der Ausgang aus dem Diesseits. Ja, den spricht er nicht an, sondern mit dem ewigen Leben meint er den zweiten Tod. Den werden sie nicht schmecken, wenn sie Jesu Wort halten. Aber was gehört noch zu Jesu Wort? Auch seine Prophezeiung. Der nach mir kommt, wird in die ganze Wahrheit leiten, wird der Welt die Augen öffnen, sie überführen, dass ich in Gerechtigkeit gegangen bin. Also haltet doch das Wort. Denn das ist eine Prophezeiung. Und wenn er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, wer auch nur das kleinste Gesetz auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Der muss sich an 5. Buch Moses messen, wo da steht, eine Prophezeiung eines wahrhaften Propheten geht in Erfüllung. Somit müssen die Christen sagen, wann ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen? Wo finden wir zu dieser Prophezeiung die dazugehörige Erfüllung und damit die Wahrheit? Aber das lösen sie auf. Für sie ist auf einmal die Erfüllung der Prophezeiung nicht wie im 5. Buch Moses definiert, sondern auf einmal können sie selber sich die Erfüllungen durch eigene Auslegungen reimen. Wenn Gott im Alten Testament sagt, er wird einen köstlichen Eckstein auslegen, als großes Zeichen der Gerechtigkeit und des wahren Glaubens, da sagen sie, Jesus ist der Eckstein. Und das ist nicht die Erfüllung, das ist einfach nur eine Auslegung. Das ist einfach nur, dass die Prophezeiung auf etwas gemünzt ist, was eben nicht die Wahrheit ist. Denn im 5. Buch Moses steht, die Prophezeiung muss geschehen. Ja, und das ist kein Geschehen. Niemand kann sagen, hier ist Jesus, es hat sich jetzt also erfüllt, da steht vor mir ein Eckstein. So, dann geht's weiter. Sie haben es also nicht verstanden. Sie meinen also, ich will das mal sagen, den ersten Tod. Und darauf sagt, wiederholen die Juden, so jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken ewiglich, weil sie die Botschaft nicht verstanden haben. Es wird hier also auch deutlich, dass die Juden Jesus überhaupt nicht verstehen. Er spricht etwas ganz anderes an. Aber sie stellen dann gleich die nächste Frage, bist du denn mehr als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Ja? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? So, Jesus braucht sich nicht nochmal wiederholen. Oben steht genau, was er meint. Ja, er spricht das ewige Leben an und das ewige Leben bedeutet nicht, dass die Menschen nicht sterben. Er selber hat ja Tote auferweckt und weiß also auch, dass es Tote gibt, die gestorben sind. Ja, und dass auch Abraham gestorben ist. Und der Punkt, auch Christen sterben, ja, nacheinander weg. Also es ist ganz klar, dass er hier den zweiten Tod meint, was die Juden nicht verstanden haben. Nämlich im Jenseits, dass sie vor der Hölle bewahrt werden, wenn sie Jesu Wort tun. Und deswegen antwortet er auf ihren Vorwurf, denn oben hat er schon die Antwort gegeben. Und er sagt, so ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Er wiederholt also, was soll meine Ehre bringen? Ich suche ja die Ehre nicht. Aber jetzt kommt es. Es ist aber mein Vater, wir erinnern uns, was sagt Jesus? Ich kehre zurück zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater, ist also Synonym für Gott. Es ist aber mein Vater, mein Gott, der mich ehrt, von welchem es spricht, er sei euer Gott. Und kennet ihn nicht, ich aber kenne ihn. Das heißt, die Juden, ja, glauben an Gott, sagen sie, meinen, das wäre ihr Gott, aber sie erkennen ihn nicht. Was heißt das, sie erkennen ihn nicht? Sie haben seine Gesetze und seine Gebote nicht eingehalten und schon gar nicht die Prophezeiungen erkannt, die er über seine Propheten hat verkündet, dass eben der Messias kommen wird. Und sie sagen, sie glauben an Gott und glauben doch nicht an sein Wort, so kennen sie Gott nicht. So haben sie Gott nicht im Herzen. Denn was sagt Jesus zuvor? Wer diese Worte, meine Worte tut, und er sagt immer, er sagt nur die Worte, die er von Gott hört, der wird das ewige Leben erreichen. Das heißt also, die Juden kennen Gott nicht. Warum? Aus dem Kontext, weil sie Gottes Wort nicht kennen, weil sie Gottes Wort nicht einhalten, weil sie Prophezeiungen nicht in ihrer Erfüllung erkennen, beziehungsweise die Erfüllung der Prophezeiung nicht erkennen. Und dann sagt er, und so ich würde sagen, ich kenne ihn nicht, ich kenne Gott nicht, so würde ich ein Lügner gleich wie ihr seid. Ja? Das heißt also, wenn Jesus jetzt sagen würde, er würde Gott nicht kennen, wäre ein Lügner wie sie sind, die sie behaupten, dass sie Gott kennen. Ja? Das ist also ein ganz klarer Vorwurf. Das heißt, ich komme von Gott, heißt es. Ja? Und ich kenne ihn. Und ich handle nach seinem Gebot. Und ich höre, was er sagt. Und ich führe aus, was er mir sagt. Ich bin also nicht jemand, der sich hier von Gott abwendet.
So, und deswegen sagt er sofort, aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Da haben wir es. Ich kenne ihn. Wie kenne ich ihn? Indem ich sein Wort halte. Aber ihr Juden, will er ihnen sagen, ihr haltet Gottes Wort nicht. Ihr haltet es nicht. Fünfte Buch Moses, da steht drin, wenn das Wort Gottes wahr ist und sich und die Prophezeiung wahr ist und ein Prophet im Namen Gottes spricht, erkennt ihr die Wahrheit darum, dass das Wort geschieht, dass es sich erfüllt, dass es geschieht und nicht durch irgendwelche Auslegung, wie es auch die Juden gemacht haben. Irgendwelche Auslegungen, sodass sie gesagt haben, in Jesu erfüllt sich die Prophezeiung oder die Messias-Prophezeiung nicht, weil sie Gottes Wort verlassen haben. Denn selbst heute, wenn man die Tora liest, erkennt man, dass selbstverständlich der Messias angekündigt ist und dass die Messias-Prophezeiung auch auf Isa a.s. zutreffen. Zum Beispiel in den Psalmen, wo die Rede davon ist, dass er gerettet wird, dass er erlöst wird, dass ihn nicht ein Stein ihn treffen wird. Das hat sich erfüllt. Und zu den Juden zu der Zeit hätten sie erkennen müssen, die großen Wunderzeichen, die Toten, die er erweckt hat, die Kranken, die er geheilt hat, das Gute, das er gebracht hat und dafür nichts verlangte, keinen Lohn. Ja. So, und dann sagt er, Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Was ist das? Und er sah ihn und freute sich. Das heißt, Abraham muss in einer Vision, einer prophetischen Vision, diesen Tag gesehen haben. Nicht Jesus, sondern seinen Tag. Das heißt, diesen Tag, wenn Jesus kommt, hat Abraham gesehen. Wie? In einer Vision. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, dass Jesus Abraham gesehen hat, ja, weil er da war oder vor ihm schon existierte, sondern Abraham hat diesen Tag gesehen, weil Abraham lebte. Und wie hat er ihn gesehen? In dieser Vision. Und Jesus bezieht sich jetzt auf diese Prophezeiung, auf die Vision, die die Propheten bekommen und sagt, da, ja, hat er diesen Tag gesehen. Nicht einmal steht, er hat mich gesehen, ja, sondern steht, er hat meinen Tag gesehen. Das heißt, mein Kommen gesehen. Ja, so. Und dann sagt er, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Das heißt, die Juden wieder ganz irdisch im Denken, ja. Denken wieder an das Sehen, ja. Aber der Punkt ist ja, dass Jesus gar nicht gesagt hat, dass er Abraham gesehen hat. Ja, die Juden verdrehen ihm jetzt die Worte. Er sagt, Abraham hat meinen Tag gesehen. Ihr müsst mal genau hier lesen. Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Er sagte aber nicht, dass er Abraham gesehen hat. Das heißt, die Juden verdrehen ihm jetzt diese Aussage, um natürlich, selbstverständlich, ihn wieder anzugreifen, wieder durch Lügen. Denn das hat er einfach nicht gesagt, dass er Abraham gesehen hat, sondern dass Abraham seinen Tag in einer Vision gesehen hat. So, und dann sagen sie, du bist noch nicht 50 Jahre alt, du hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. Auf was bezieht sich das? Auf was bezieht sich das? Auf die vorhergehende Aussage. Denn Jesus redet weiter in seinem Kontext. Er fährt fort. Das heißt, Abraham hat ihn gesehen in der Vorhersehung. Und in dieser Vorhersehung sagt Jesus, ehe denn Abraham ward, bin ich. Bedeutet, schon vor Abraham haben die Seher und die Propheten ihn gesehen. Nicht nur Abraham, sondern noch vor Abraham war Jesus in der Vorhersehung, war er da. Das heißt, dieses Bin, dass ich bin, bezieht sich also nicht auf das körperliche Sein, sondern auf das Sein in der Vorhersehung. Denn wir müssen hier begreifen, was eine Prophezeiung ist. Eine Prophezeiung ist nicht eine Idee eines Menschen, sondern es ist eine Vision, etwas zu sehen, was kommen wird, was existent ist, was auch tatsächlich eintreten wird. Insofern ist diese Vision tatsächlich existent. Sie zeigt schon, was kommen wird. Und somit macht Jesus klar, ehe Abraham war das schon so. War diese Vision, die Abraham hatte, die war schon vorher. Und damit macht er aber auch klar, die Antwort, als sie ihn fragen, bist du denn größer als Abraham? Es ist doch klar, jemand, der so verheißen ist von allen Propheten noch vor Abraham, dass er kommen wird, bedeutet, ein großer Prophet wird kommen und er war noch vor Abraham in den Visionen schon sichtbar. Das ist mit dem Sein gemeint und nicht das körperliche Sein. Und so, da hoben sie Steine auf das sie ihn würfen. Aber Jesus verbarg sie und ging zum Tempel hinaus, weil sie selbst das nicht verstanden haben. Weil sie meinten, es wäre die körperliche Anwesenheit. Wir haben gerade gesehen, der wichtigste Punkt, sie unterstellen ihm, dass er sagt, Abraham gesehen zu haben. Aber das sagt er gar nicht. Er sagt, Abraham hat ihn gesehen in einer Vision. Und schon Propheten vor Abraham haben dies getan.